Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Homebrew Show. Heute mit einem kurzen Vorstellungsvideo der Android Custom Firmware Paranoid Android. Was das Ganze macht, schauen wir uns jetzt an. Gehen wir mal rein in die Einstellungen. Da finden sich nämlich schon die ersten Änderungen, wie man sehen kann. Die ganze Menüführung hat sich geändert. Man hat jetzt nicht mehr dieses von links nach rechts, sondern wie bei einem Tablet die Übersicht. Schauen wir mal da weiter runter und schauen wir uns mal die eigentlichen Einstellungen von Paranoid Android an. Und wir sehen können, wenn wir da herkommen, in die Haupteinstellungen können wir zuerst einmal aussuchen, was für ein User Interface wir haben wollen. Wir haben die Wahl zwischen dem Stock User Interface, einem Phablet User Interface oder einem Tablet User Interface. Ich habe derzeit ein normales die Stock UI aktiviert. Nehmen wir mal die Phablet UI und schauen, was da passiert, wenn wir da auf Apply drücken. Wie man sehen kann, es wird alles kleiner. Da unten sind die Buttons kleiner geworden. Oben haben wir noch immer wie gewohnt das WLAN-Icon und die Batterie-Icon und die Zeit. Und wie man sehen kann, das Notification Center ist auch da. Nur ist es viel kleiner geworden. Schauen wir uns mal die Auswirkung von dem Ganzen auf Apps an. Schauen wir da mal bei Gmail rein, wie man sehen kann. Hat sich da auch einiges geändert und wir haben jetzt da links diese unsere einzelnen Kategorien und Ordner und so weiter und rechts können wir E-Mails anschauen, da sehen wir zum Beispiel ein Spam-Mail von Acrobat und wie man sehen kann, da sehen wir dann alles auf einmal. Man kann einstellen auf Wunsch, dass die Apps nicht in diesem Modus angezeigt werden. Dazu kann man gehen auf die Hybrid Properties nochmal, dann eins rüber. Dann haben wir da den Punkt Apps. Den müssen wir starten, das dauert dann ein bisschen. Und dann können wir für die jeweiligen Apps die Schriftgröße und so weiter einstellen und die Auflösung. Da haben wir zum Beispiel, ich habe bei Gmail gerade 256 dpi bei 600p. Klicken wir da mal drauf. Jetzt könnte ich da mit dem Regler einfach die Größe verändern, wie das Ganze ausschauen soll. Dann kann ich da die P einstellen, also in 600p oder 300p. Und ich kann zusätzlich auch noch die Farben einstellen, die der Navigationsknopf haben soll und so weiter und so fort. Das heißt, wir können auch die ganz unterste Leiste können wir anpassen an die jeweilige App. Was auch ziemlich schön ist. Was wir jetzt aber haben wollen, ist, dass wir die Standard-Gmail-Oberfläche haben. Mit den ganz normalen Auflösungen und so weiter. Deswegen klicken wir da oben einfach auf Reset. Sagen OK. Jetzt tut er die App im Hintergrund schließen. Wir können da wieder raus, starten Gmail nochmal. Und wie wir sehen können, Gmail wurde beendet. Und jetzt geht's. Jetzt sehen wir haben ganz normal die ganz normale Übersicht und so weiter. Das Ganze können wir pro App, wie gesagt, verändern. Und ja, wir können noch die Farben anpassen und so weiter und so fort. Schauen wir uns mal die Tablet UI an. Die funktioniert nämlich auch. Jetzt sehen wir haben da unten, ich zoome mal ein bisschen raus, dass ihr das besser sehen könnt. Wir haben da unten jetzt die Uhrzeit und so weiter. Der obere Balken ist verschwunden, weil der versteckt sich jetzt da unten. Wenn wir sehen können, wenn ich das in die Höhe schiebe, sehen wir die Uhrzeit und so weiter. Wenn ich da draufklicke, kommen wir auf die ganzen bekannten Einstellungsmöglichkeiten, die es sonst nur so, also in der Form vom Design her, normalerweise auf Tablets gibt. Gehen wir da mal wieder zurück, schauen wir uns da nochmal an, ob es da noch irgendwas gibt, was man besprechen könnte. Es gibt da noch Expertenmodus und so weiter, das habe ich mir nicht angeschaut. Das ist eher wirklich für Experten und ich wollte auch nicht wirklich was kaputt machen. Gehen wir da mal wieder raus. Und schauen wir nochmal in die Einstellungen. Es gibt nämlich noch ein ziemlich interessantes Feature bei dieser Custom ROM. Das ist unter Toolbars und nennt sich die Pi Control. Was das macht, ist, zeige ich euch gleich, wenn wir da mal rausgehen. Ich stelle nur schnell auf Phablet um, damit ich da besser klicken kann. Wenn man sehen kann, wir müssen da einfach nur hingehen, Apply drücken. Warten und das war's schon und wir haben die ganz normalen Controls wieder. Jetzt gehen wir da mal auf den Einschaltknopf, drücken mal
Und jetzt sehen wir, wir haben da so nebenbei, neben Ausschalten, den Punkt Reboot und so weiter, Screenshots können wir da auch aufnehmen. Und wir haben den neuen Punkt Expand Desktop. Aktivieren wir den mal. Und wie wir sehen können, es verschwindet jetzt die ganze unterste Zeile. Da ist jetzt nicht mehr Home, Back und der Task Switcher. Der versteckt sich jetzt nämlich hier. Wie wir sehen können, da sind alle Buttons und so weiter und noch viel mehr. Das heißt, wenn ich jetzt da einen Task Switcher haben will, gehe ich daher und wir sehen, welche Tasks im Hintergrund aktiviert sind. Das Ganze funktioniert in dem Sinn, dass man über die Einstellungen einfach konfigurieren kann, wo die Trigger Area ist, also wo man es aufrufen kann, wie der Style von Pi ist, das heißt Theme einfach, dann Pi Gravity, Pi Size, Item Gap und so weiter. Das können wir da alles einstellen. In dem Fall, wo ich es jetzt habe, fahre ich einfach von unten nach oben rein. Also da geht's nicht, oder was? Oh, jetzt geht's. Wie man sehen kann, ich fahre von unten einfach von oben, also von unten nach oben rein und habe da dann Zugriff auf die ganzen Optionen wie Suche, den Task Manager, Task Switcher, Entschuldigung, die Home-Taste, die Back-Taste. Und was wir da oben auch haben, das sind diese Schultern. Da oben, wenn ich das linke aktiviere, sehe ich meine Einstellungsmöglichkeiten für WLAN und so weiter. Und das jetzt nochmal start, habe ich da rechts, würden jetzt normalerweise angezeigt werden, aktive Benachrichtigungen, die im Hintergrund gerade sind. Was haben wir sonst noch? Es gibt hier oben Presets für Farben und so weiter, für Google Talk und Kalender und so weiter und so fort. Die kann man da auch applyen. Wie gesagt, man kann jede App auch einzeln im Design ändern. Also unten diese Steuerungsbuttons kann man im Design ändern. Was auch noch interessant ist, wir können den Workspace ändern. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, wir wollen alle Apps in der normalen Auflösung, aber unseren Workspace, also unseren normalen Hintergrund, also den Homescreen sozusagen, den wollen wir in der Phablet-Auflösung mit der und der Größe und den Navigationsbar-Einstellungen und so weiter und so fort. Farben können wir da auch ändern. Das heißt, wie man sieht, das Paranoid Android ist ziemlich anpassungsfähig. Das heißt, man kann sich da wirklich mit sehr vielen Sachen spielen. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen normalen Desktop. Was man nämlich auch machen kann, was auch ziemlich schön ist, ist, wenn wir da jetzt rausgehen, auf die Einstellungen gehen, haben wir da einen eigenen Reiter für Lockscreen. Und da können wir jetzt sagen, dass wir im Lockscreen, also wenn das Screen gelockt ist und wir haben das Gerät noch nicht angelockt, also mit dem Rüberschieben, dann können wir zum Beispiel das Gerät seitlich rotieren lassen. Und ich habe jetzt auch eingestellt, dass man durchsehen kann durch den Lockscreen. Das Ganze schaut dann so aus, wenn ich da jetzt hergehe, einmal ausschalte, wieder einschalte, dann sehen wir da, ich bin jetzt gerade im Lockscreen, aber ich sehe im Hintergrund, was da alles läuft. Machen wir da mal wieder auf, gehen wir wieder in die Einstellungen, gehen wir wieder runter zu unseren Customize Settings und gehen wir da rein zu Lockscreen. Da gibt es nämlich noch mehr Optionen. Es gibt ja seit Android 4.2 die Möglichkeit, dass man Widgets am Homescreen aktiviert. Es sind noch nicht alle Widgets, die im Android Store sind, aktualisiert, damit sie auch am Homescreen laufen. Da gibt es einen eigenen Knopf, damit man diese Apps, die nur im normalen, also normales Android Widgets funktionieren, auch am Homescreen, also am Lockscreen verwenden kann. Das ist eine Beta-Option, meiner Meinung nach, weil es funktionieren nicht alle Apps, die am Homescreen funktionieren, am Lockscreen. Das heißt, man sollte ziemlich vorsichtig sein mit Optionen wie diesen hier, weil man kann sich da ziemlich viel kaputt machen. Was wir auch noch verändern können, ist Shortcuts am Lockscreen und so weiter. Und ja, so viel mal dazu. Es gibt auch Themes. Da ist jetzt nur dieses Standard-Theme dabei, grundsätzlich. Ob es da mehr geben wird in Zukunft, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich so sein. Wer das Projekt unterstützen will, kann da gehen auf GoPro und kann dann im Google Play Store für ein paar Euro sich die sogenannte Premium-Version holen, wo man dann früheren Zugriff auf neue Features und so weiter hat. Und ja, das Paranoid Android ist zum jetzigen Zeitpunkt nur für Nexus-Geräte erhältlich. Das heißt,
wenn ihr ein Galaxy S2 habt oder Galaxy S3 oder was auch immer, dann gibt es das noch nicht. Ob es jemals für euer Smartphone erscheinen wird, ist auch fraglich. Und ja, so viel dazu mal. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Das Ganze gibt es kostenlos. Ich werde euch den Link zum XDR Developers Thread bezüglich dem Paranoid Android in die Videobeschreibung legen. Das heißt, jeder mit einem Nexus-Gerät kann sich dann die Custom-ROM herunterladen, installieren und selber ausprobieren. Das Ganze ist ziemlich cool, hat sicher für ein paar Leute Nutzen, speziell wenn man diese Tablet- oder Phablet-Oberfläche auf seinem Nexus-Gerät verwenden will. Und ja, so viel dazu hätte ich mal gesagt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.